In diesem Video geht es um den Pendler und den Stadtverbrauch des Kia e-Soul. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ich bin Tommy und deswegen heißt dieser Kanal Automobil. Logisch. Ich sehe gerade, ich hätte die Seitenscheibe noch ein bisschen abwischen können, damit ihr mehr seht, aber das wird schon weggehen mit der Zeit. Wir beginnen mit dem Pendlerverbrauch, dann kommt der Stadtverbrauch und am Schluss rechnen wir alle Verbräuche aus und vergleichen dann die entstandenen Stromkosten mit den Kosten von Verbrennermotoren. Und ein kleiner Spoiler vielleicht vorab, da werdet ihr baff sein. Aber dazu später mehr, jetzt erstmal die Pendlerstrecke. Als Pendlerstrecke nehmen wir einfach wie immer meine Haus- und Hofstrecke. Im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich von Plauen nach Hof. Wer jetzt nicht gleich auf Anhieb weiß, wo Plauen und wo Hof ist, damit ihr es ungefähr einordnen könnt. Und das hier ist eben genau die Strecke, die ich immer zur Arbeit pendle. Die Strecke besteht aus 20% Stadtverkehr und je 40% Landstraße und Autobahn. Der Hinweg ist ca. 39 Kilometer lang, weil der führt größtenteils über die Autobahn. Die ist sogar teilweise freigegeben, aber wir fahren schön 130, denn wir wollen den kostbaren Sprit ja nicht für unseren Arbeitgeber rauspulvern. Schnell fahren können wir auch mal privat. Der Rückweg ist um die 31 Kilometer lang, viel Landstraße. Und in Hof und Plauen sind es jeweils ungefähr 10% Stadtverkehr. Die Klimaanlage ist auf Automatik gestellt, das Start-Stopp-System ist an. Ich fahre im Eco-Modus und der Testwagen hat Winterbereifung. Unser e-Soul hat einen Permanent-Magnet-Synchron-Elektromotor mit Eingang-Reduktionsgetriebe, 204 PS und 395 Newtonmeter. Hier seht ihr mal die Ladezeiten des e-Soul. An der Haushaltssteckdose dauert das gern mal mehr als einen Tag, je nachdem wie leer euer Akku ist. An einem Gleichstrom-Schnelllader hat man den e-Soul von 0 auf 80% in unter einer Stunde. Kia gibt für den e-Soul einen kombinierten Stromverbrauch von 15,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer an. In der City soll es sogar nur 10,9 werden. Die maximale Reichweite liegt kombiniert bei 452 Kilometern, in der Stadt bestenfalls 648 Kilometer. In Hof angekommen, zeigt dir der Bordcomputer einen Verbrauch von 24,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer an. Im Akku waren noch 24% drin und da dachte ich mir, Tommy, während der Arbeit kann der Akku ruhig laden. Also an die Ladesäule angeschlossen und dann erreicht der Soul ziemlich schnell seine maximale AC, also Wechselstromladeleistung, von gut 11 Kilowatt. In meinem Fall dauerte die Vollladung von 24 auf 100% ungefähr 5 Stunden 40 Minuten. Die angegebenen Zeiten sind auch immer relativ verbindlich, es sei denn, dass mittendrin irgendwas mit der Säule nicht passt. Der Akku war also gut 6 Stunden später wieder voll und mit vollem Akku habe ich mich dann irgendwann auf den Heimweg begeben. Interessant für den Verbrauch ist vielleicht auch mal das Höhenprofil über normalen Null. Mein Startpunkt in Plauen ist 374 Meter über Null. Der Endpunkt in Hof 505 Meter. Es geht aber nicht gerade hoch, sondern immer Berg und Tal. Deswegen kann es natürlich sein, dass mein Pendlerverbrauch mit eurem nicht übereinstimmt. Aber wir schauen mal am Ende. Wie man es hier schon sehen kann, ist der Verbrauch hinzu immer höher als der Verbrauch rückzu, weil es rückzu viel bergab geht. Mit 94% Restkapazität im Akku zu Hause angekommen, zeigt dir der Bordcomputer einen Verbrauch von 13,9 Kilowattstunden an. Und weil das Ergebnis dann umso genauer wird, machen wir das Ganze jetzt nochmal. Also nochmal unsere Haus- und Hofstrecke von Plauen nach Hof.
Wir fahren auch wieder maximal 130, obwohl es auf dieser Strecke Abschnitte gibt ohne Tempolimit. Aber sind wir doch mal ehrlich, wenn du jeden Tag dieselbe Strecke pendelst und du irgendwann jede Bodenunebenheit kennst, dann ist doch die Strecke irgendwann spaßbefreit, oder? Deswegen reichen 130. Außerdem ist es für künftige Pendlerverbrauchstests gut, denn dann haben wir immer den gleichen Maßstab. In Hof angekommen, standen 25,2 Kilowattstunden auf der Uhr. Und auf dem Heimweg ging es für mich wie immer an der Hofer Freiheitshalle vorbei. Aber zu der habe ich euch ja schon fast alle Geschichten erzählt, deswegen sage ich jetzt gar nichts dazu. Zu Hause angekommen, zeigte der Bordcomputer 14,2 Kilowattstunden an. Die vier erfahrenen Werte können wir aber nicht einfach addieren und durch 4 rechnen, weil die Strecken ja unterschiedlich lang sind. Deswegen kommt gegen Ende des Videos die Berechnung. Wir machen aber in der Zwischenzeit erstmal weiter mit dem Stadtverbrauch. Meine Standard-Stadtstrecke ist natürlich wie in jedem anderen Stadtverbrauchsvideo in Plauen, denn der eine oder die andere weiß es, da wohne ich. Hier sieht man mal das Plauener Innenstadtgebiet. Und diese Strecke hier soll's werden. Die ist 15 Kilometer lang und man braucht eine gute halbe Stunde. Heißt also Durchschnittsgeschwindigkeit ungefähr 30 km/h. Und in der Strecke enthalten ist alles, was man sich für so ein Stadtgebiet vorstellen kann. Eine 30er-Zone, generell 30, 50 oder auch mal 70, jede Menge Ampeln und auch eine verkehrsberuhigte Zone oder Spielstraße oder wie man das Schild da nennt. Nach den 15 Kilometern und gut 38 Minuten zeigte der Bordcomputer 17,3 Kilowattstunden an. Das kommt an sich schon sehr nah an den kombinierten Verbrauch ran, den City-Verbrauch würde ich aber wahrscheinlich in meiner Gegend nicht erreichen, weil es da eben viel Berg und Tal und nicht gerade hingeht. Du kannst zwar einerseits bergab gut rekuperieren, aber die Energie brauchst du dann wieder, um die anderen steilen Berge wieder hochzukommen. Wir hatten also einen Stadtverbrauch von 17,3 Kilowattstunden. Dazu kommen aber noch die sogenannten Ladeverluste. Im Hauptvideo zum eSol habe ich da mal den Test gemacht. Es müssten 59 Kilowattstunden aus dem Akku raus sein. Geladen hat der eSol aber dann 66,7 Kilowattstunden. Das heißt, ich habe 13% mehr geladen, als der Bordcomputerverbrauch angegeben hat. Das ist aber keine Entdeckung meinerseits, das hat auch schon der ADAC getestet. Und laut deren Aussagen betragen die Ladeverluste immer zwischen 10% und 25%. Beim eNiro zum Beispiel kamen die auf 9,9%, der war sogar der beste im Test. Beim eSol kamen die auf 12,3%, ja und bei mir sind es halt ungefähr 13. Ich denke, das passt schon in etwa. Das heißt, unser Stadtverbrauch von 17,3 Kilowattstunden zuzüglich Ladeverlusten mit ca. 13% ergeben den Verbrauch inklusive Ladeverlusten von gut 19,5 Kilowattstunden. Diese 19,5 Kilowattstunden mal in meinem Fall 38 Cent pro Kilowattstunde, weil ich an der Ladesäule in Hof eben 38 Cent zahle und zu Hause keine Möglichkeit zum Laden habe, ergibt in meinem Fall 7,41 Euro auf 100 Kilometer. Ja, was heißen aber diese 7,41 Euro auf 100 Kilometer? Das zeige ich euch. Ich habe gestern mal geguckt und an meiner Stammtankstelle hat gestern der Liter Super E5 1,72 und der Diesel 1,58 pro Liter gekostet. Und wenn ich jetzt die 7,41 Euro durch den Preis für einen Liter Kraftstoff teile, dann kommen raus 4,31 Liter Super oder 4,68 Liter Diesel. Das heißt, die Kosten des Stadtverbrauchs des eSol entsprechen den Kosten eines Verbrenners mit einem Verbrauch von 4,3 bzw. 4,7 Litern. Und das heißt natürlich gleichzeitig, dass du mit dem eSol in der Stadt günstiger fährst, es sei denn, du hast einen Benziner, der in der Stadt weniger als 4,3 Liter braucht oder einen Diesel, der weniger als 4,7 Liter braucht. Sobald du aber mehr verbrauchst, kämst du mit dem eSol auf jeden Fall in der Stadt günstiger. Und bevor sich jetzt wieder all die aufregen, die günstiger Strom laden können als ich, habe ich die Berechnung auch nochmal mit 30 Cent pro Kilowattstunde gemacht und da käme ich auf 5,85 Euro. Und bei den 5,85 Euro käme ich dann auf nur noch 3,4 Liter Super oder 3,7 Liter Diesel. Und ich kenne ehrlich gesagt kein Auto, das in der Stadt weniger als 3,4 Liter Super oder 3,7 Liter Diesel verbraucht. Aber wie sieht's denn beim Pendlerverbrauch aus? Na, dann schauen wir doch mal. Das ergibt einen Durchschnittsverbrauch von 20,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Aber auch hier zuzüglich Ladeverluste gut 13%.
inklusive Ladeverluste sind es gut 22,8 Kilowattstunden. Und wenn ich die dann, in meinem Fall, mal 38 Cent pro Kilowattstunde rechne, komme ich auf Kosten von 8,66 Euro auf 100 Kilometer. Und die 8,66 Euro entsprechen dann wiederum gut 5 Liter Super oder 5,5 Liter Diesel. Das heißt, du kämst mit dem Verbrenner nur günstiger als mit dem iSol, wenn du weniger als 5 Liter Super oder weniger als 5,5 Liter Diesel verbrauchen würdest. Und das habe ich, glaube ich, mit noch keinem anderen Testwagen geschafft. Dieselbe Berechnung prophylaktisch nochmal mit 30 Cent pro Kilowattstunde. Falls du eben die Möglichkeit hättest, zu Hause zu laden, dann wären wir bei gut 4 Liter Super oder 4,3 Liter Diesel. Und damit wäre dann, glaube ich, auch der letzte Verbrenner endgültig raus. Und deswegen lautet mein Fazit, du kommst mit einem E-Auto in der Stadt und beim Pendeln auf jeden Fall günstiger als mit dem Verbrenner. Es sei denn vielleicht, du hast einen 3 Liter Lupo. Wenn dir das Video gefallen oder geholfen hat, Daumen hoch, denn dir tut's nicht weh und mir tut's gut. Außerdem Kanal abonnieren. Das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Tommy und deswegen heißt dieser Kanal Automobil. Logisch.